Am Anfang wollten sie ja nur unsere Solidarität. Unsere Solidarität mit den gepeinigten Ukrainerinnen und Ukrainern. Blau-gelbe Fahnen, gelb-blaue Fahnen wurden an den öffentlichen Gebäuden gehisst. Die Solidaritätsindustrie kam in Gang, täglich wurden Erklärungen abgegeben. Denn nur mit unserer Solidarität ist die Ukraine in der Lage, Russland zu besiegen. Dann wollten sie Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen gegen den Aggressor. Unsere Solidarität mit diesen Sanktionen. Zig Sanktionspakete wurden gegen Russland beschlossen, denn nur mit diesen Sanktionen ist die Ukraine in der Lage, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Die Solidarität ging so weit, dass unsere Volkswirtschaft kaputt ist. Deutschland befindet sich in der Rezession, Österreich steht knapp davor. Eine Inflation peinigt die Bürgerinnen und Bürger seit Monaten. Die Lebensmittelpreise haben sich verdoppelt, die Heizpreise, die Treibstoffpreise, die Mietpreise, die Preise des täglichen Lebens. Unser täglich hart erarbeiteter Lohn ist nur mehr die Hälfte wert. Sie wollten unsere Solidarität und unseren Wohlstand. Denn nur mit unserer Solidarität und unserem Wohlstand ist die Ukraine in der Lage, den Krieg zu gewinnen. Dann wollten sie Munition, denn nur mit unserer Munition, unseren Milliarden Euro, ist die Ukraine in der Lage, den Krieg zu gewinnen. Sie gewann ihn nicht. Dann wollten sie Panzer, denn nur mit den europäischen Panzern ist die Ukraine in der Lage, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Und es wurden Milliarden Euro, Milliarden Dollar in Panzer und Waffensysteme gesteckt, die Wladimir Selenskyj portofrei vor die Haustüre geliefert wurden. Nun hat die Ukraine den Krieg noch immer nicht gewonnen. Russland ist noch immer nicht besiegt. Also wollen sie folgerichtig auch die Raketen. Und Deutschland wird dumm genug sein, diese Raketen auch zu liefern. Denn nur mit den deutschen Raketen ist die Ukraine in der Lage, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Und weil das alles nicht reicht, wollen sie nun auch die Kampfjets. Denn nur mit den westlichen Kampfjets ist die Ukraine in der Lage, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Und irgendwann werden sie unsere Männer wollen, unsere Soldaten. Denn nur mit unseren Soldaten ist die Ukraine in der Lage, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Und irgendwann wollen sie die Solidarität Europas auch auf dem ukrainischen Schlachtfeld. Denn nur mit den Franzosen, den Italienern, den Kroaten, den Deutschen, den Briten, diesen Soldaten, ist die Ukraine in der Lage, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Solange es dumme Menschen gibt, die diese Legende vom gewonnenen Krieg gegen Russland glauben. Die größte Armee der Welt. Die Armee mit den meisten Atomsprengköpfen. Was bringt es, eine halbe Million Tote mittlerweile auf dem Schlachtfeld in einem sinnlosen Morden eines noch sinnloseren Stellungskrieges? Weil sie sich die Ukraine weigert, an den Verhandlungstisch zu gehen. Ein ungerechter Frieden ist manchmal gerechter als der gerechteste Krieg.